Hallo. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal gefilmt habe, ganz ehrlich, ich bin so völlig, ich stehe völlig neben mir. Aber jetzt habe ich gerade wieder Ruhe und Zeit und dachte mir, jetzt kann ich wieder meine Herzensangelegenheit YouTube nachgehen. Ich bin gerade am Essen machen. Ich mache für Malu, mich, Maren, ich weiß nicht, ob Maras und Mara mit essen wollen. Auf jeden Fall mache ich Hackbällchen Toskana. Und ich war gerade eben bei einem Babybauch-Shooting. Zwar ist es zwar unsinnig, so den kleinen Bauch, es ist ja nicht sehr viel, zu fotografieren, aber es ist halt meine letzte Schwangerschaft. Und ja, da habe ich gesagt, ich nehme auch die Halbzeit mit. Und das war heute. Also ich habe jetzt noch nicht Halbzeit, aber es muss ja alles vorbereitet werden natürlich. Von dem nach, habe ich das jetzt gemacht. Und ich glaube, es war eine echt gute Entscheidung. Ich habe da eine ganz, ganz tolle Fotografin jetzt an der Hand, die da Bock drauf hat. Ich hoffe auch, dass man vielleicht mit der noch ein paar andere Sachen starten kann. Ich werde mal gucken und fragen, ob sie auch Bock hat auf Videoaufnahmen. Quasi diese kleinen Reels. Was? Wir haben 13:49, also gleich 14 Uhr. Was guckst du hier? Nickelodeon. Und warum hast du eigentlich nichts an? Ich habe was an. Ja. Immerhin hatte ich schon mal ein T-Shirt an den letzten Tagen, dass er hier nur einen Schlipper ran. Und Mama, möchte das ja auch. Viel Spaß mit dem Uhr. Wenn wir 2 Stunden warten, dann darf ich ein bisschen reden. Mhm. Und dann. Aber du weißt, dass du das alles nur darfst und machen kannst, wenn du deine frischen Klamotten rausgesucht hast. Also frische Klamotten für die Schule, Schulmappe fertig haben und Dose und Trinkflasche. Schulmappe hast du drin? Alles. Ja, aber die Dings muss raus. Was? Falls da noch eine drin sein sollte. Deine Frühstücksdose? Ja, aber das sind deine Regeln. Das machst du alles, bevor du an die Konsole angehst. Ja. Wenn das nicht der Fall ist, dann muss ich das leider abbrechen, das Spielen. Du weißt Bescheid, ne? Matthias ist Bett mit Malu. Der ist bei seiner Mutter. Den Computer einrichten. Das heißt, ich kann einmal hier ohne großen Stress einfach das Essen machen. Das sieht so lecker aus. Ja, ne? Aber ich habe so Bauchschmerzen. Von dem Essen gerade? Ja. Ja, weil das Essen hier gibt es ja auch ein bisschen später. Ich würde auch gerne essen, aber... Das hier gibt es erst ein bisschen später, Haro. Okay. Ach, ich kann noch mein Zeugs trinken, seht ihr? Ja, guck es hier hin. Warte. Ja, da muss ich mal fragen, ob sie da nicht Lust drauf hat. Vielleicht hat sie auch Bock, sich weiterzuentwickeln oder so. Weiß man ja nicht. Wegen der Videogeschichte. Muss ich machen. So, vielleicht habe ich dann gleich keinen Durch mehr um 16 Uhr. Wäre ja auch nice. So. Ich zeig euch gleich dann das. Die fertige Auflauf. Was machst denn du da? Isst du ein Curly Fries? Ich wollte euch noch die Auflaufform zeigen. So sieht das Ganze fertig aus. Auf den Hackbällchen ist quasi noch Mozzarella mit drauf. Ja, hier koche ich jetzt gerade den Reis und ja, was soll ich sagen, so sieht es dann halt aus, wenn man gekocht hat, ne? Ich muss das jetzt hier gleich alles wieder aufräumen. Marlene hatte vorhin die Küche aufgeräumt, zumindest ein bisschen sporadisch, damit der Geschirrspüler angemacht werden konnte. Ich glaube, ich werde mich dann jetzt Haus. Gleich... Ja, genau. Haus. Genau. Kommst du zu Mama? Marlene hatte die Küche sporadisch aufgeräumt und ich mache das dann gleich. Richtig? Warte.
so mache, das habe ich euch noch gar nicht erzählt, hier Malushi hat hier Aua, zeig mal. Geht wieder heile, ne? So süß gewesen eigentlich, ja. Marlene hat mich so ein bisschen provoziert. Mami. Ich bin ihr hinterhergelaufen. Hallo. Ich bin ihr hinterhergelaufen. Hallo. So nach dem Motto, ich fange dich. Und Marlene ist halt so ein bisschen weggehüpft. Sie weiß ja nicht, wie ich renne in dem Fall. Und Malu fand das so toll und die hat da, ist uns hinterhergerannt und hat so gelacht. Und dann ist sie von Wiese auf, Hallo. Auf Betonplatten. Also Hallo. Auf. Und sie hat sich so gut abgefangen mit den Händen. Also sie wollte halt total schnell rennen, hat sich dann quasi überschlagen, hat sich dann gut aufgefangen, aber dadurch, dass sie so einen Schwung drauf hatte, Hallo. War sie auf den Händen Hallo. Und ist dann nach vorne gekippt, so duff. Und dadurch diese Schleifspuren an der Stirn. Ey. Aber sie hatte so einen Spaß, sie hat so doll gelacht und sie hat sich auch so doll gefreut und jetzt hat sie da wieder eine kleine Blessur. Ah, gut. Das sieht nicht so aus, wa? Du hattest Spaß gestern, ne? Waren wir im Garten? Wow! Du siehst aus heute. Wollen wir gleich essen? Ja. Ja? Hast du schon Hunger? Hast du schon Hunger? Ja, Vogel. Ja? Bald noch hier so einen kleinen Floh. Also, morgen, wenn ich die kleine Nikita gebe, muss ich so viele Mails machen. Und so viele Timings und oh, das wird noch richtig die Hölle. Ich habe es nämlich mit Freitag verkniffen zu machen. Ich weiß gar nicht warum, was ich Freitag. Achso, weil wir Freitag. Matthias hatte schon recht im Groben. Ich habe so ein scheiß Timing gehabt, dass ich alles wieder nur auf den Freitag machen wollte, wofür ich eigentlich von Montag bis Freitag mit Zeit hätte nehmen müssen. Und habe dann natürlich nicht mal ansatzweise irgendwas geschafft. Ich habe irgendwie von 7 Projekten habe ich nur 2 geschafft und war dann natürlich total sauer. Also ich selber war sauer auf mich. Manushi, ich wollte einen Kratzbaum klettern. Das ist für die Katzen. Das ist nicht für Manushi. Für die Katze. Ich überlege, ob ich ihr zu Weihnachten hole so ein Klettergerüst. Ein Dreieck mit einem Brett. Und eine Runde, dass sie was hat zum Klettern. Der Hintergedanke ist halt immer noch, sie kann es dann weitergeben. Ne? Das ist natürlich echt, also es ist ein ganz anderes Gefühl zu wissen, dass man was investieren kann in ein Kind, weil es das zweite Kind ja auch noch mit hat. Was machst du denn da? Ja, was machst du denn da? Was? Bist du eine kleine Katze? Ruhig, 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 ruhig. Echt? Was sie redet, ey. Alles gut. Matthias, wenn du gleich hochkommst zum Essen, bringst du mir bitte was zu trinken mit? Eine Cola, eine Fanta? Wenn möglich, bin noch vorhanden. Ich hab ja gerade Hunger. So, 10 Minuten sagt man der Reis. Dann habe ich da noch 4 Minuten. Ich habe gerade eine Kooperation gemacht mit Mara Maus zusammen. Ich brauche ihre Haare für ein 7-in-1-Gerät. So, und jetzt heißt es dann gleich, ich glaube aber, Matthias braucht jetzt die Kamera. Ich werde jetzt hier mich gleich ranmachen mit Maras zusammen, weil auch der Junge im Haushalt kann ein bisschen was tun. Alexa, Fernseher aus. Ich nehme mir schon wieder viel zu viel vor, das geht alles nicht. Immerhin habe ich es heute geschafft, dieses Shooting zu machen, wo ich eigentlich gar keinen Bock drauf hatte. Was ist los? Auf? Wo möchtest du denn hin? Wer kommt da? Noch kein Vater mehr. Oh no. Ja, wo? Na, Cola trinke ich nicht. Scheiße. Was trinke ich denn dann? Ja, eine Mischmasch habe ich. Ach, hier steht noch eine Fanta. Okay. Das Essen dauert nicht mehr so lange. Das kann ich jetzt auch noch hochdrehen. Und dann passt das alles. Sehr schön, sehr schön. Muss ich gleich mal die erzählen. Erfolgserlebnis. Ach, Leute. Kleinen Schockrad gehabt. Malushi ist an eine Schublade rangegangen, wo sie noch nie dran war.
soll ich sagen? Auf jeden Fall hat sie sich in den Finger geschnitten ein bisschen. Da kam sie an zu mir und hat gesagt, Mama, aua. Voll süß. Also nicht voll süß, dass sie sich verwirrt hat, sondern... Ich will die Pflaster nicht haben. Also ich habe ja kein Pflaster drauf gemacht, sondern nur so Steri-Stripes. Das ist Kontaktlinse eingetrocknet hier, ne? Sardinien. Warte, ich komme gleich gucken. Warte, ich komme. Oh, musst du jetzt spielen? Ja. Ja. Ich kann es jetzt nicht sehen, ich mache jetzt erstmal eine Aufnahme fertig. Ja, das haben sie gesagt halt. Was haben sie gesagt? Gut oder nicht gut? Wir sind ein Eiradmut, die würden bestimmt sonst nicht mehr auf den Berg raufkommen. Wir sind der einzige Wohnwagen bei Freikämpfen hier in Sardinien. Kämpfen wir einfach hier an der Klippe. Also einfach so am Strand, kannst einfach da campen. Ja, auf jeden Fall hat sie sich ein bisschen geschnitten. Ja. Hat jetzt also so einen Steri-Stripe drauf und das findest du schlimm. Echt? Hadushi! Hier! Gib mir Mama mal auf. Ich wollte eigentlich jetzt die Kinder baden, aber jetzt will ich mal Lus Hand nicht gleich ins Wasser machen, wenn ich das der Schnitt dann wieder aufgeht. Wie gesagt, eigentlich schon gegessen jetzt. Es ist eigentlich so klein und so. Also es ist eine ganz, ganz kleine, scharfe Schnittkante. Die bluten deswegen mal so stark. Schmeckt lecker? Ist lecker? Ja, genau. Ja, ich werde jetzt mal gucken, dass ich hier ein bisschen Spielzeug einräume. Und dann wollte ich ja oben die Küche eigentlich noch machen. Da muss ich mal gucken, wie ich jetzt durchkomme. Ist lecker. Pass auf, guck hin. Okay, das war's von uns für euch bis morgen um 18 Uhr. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Ach nee, morgen gibt es ja gar kein Video. Aber Dienstag wieder. Und deswegen hallo, tschüss!